In diesem Video werde ich zeigen, wie man einen frontalen Stoß in Blender umsetzen kann und welche Gesetze bei einem frontalen Stoß gelten, würde ich mir gerne am Beispiel von diesem Newtonschen Pendel betrachten. Hier haben wir eine Aufnahme davon in einer Zeitlupe. Und wir sehen, es gibt eine ruhende Kugel oder mehr oder weniger ruhende Kugel und eine Kugel, die sich auf die ruhende Kugel zubewegt. Nachdem sie zusammengestoßen sind, bleibt die zuerst sich bewegende Kugel stehen und die zuerst ruhende Kugel bewegt sich. Und die Kugeln tauschen nach jedem Stoß ihre Geschwindigkeiten. Hier eine weitere Aufnahme. Diesmal fliegen beide Kugeln aufeinander zu. Und auch hier, wenn man sich das genauer anschaut, tauschen sie ihre Geschwindigkeiten. Zuerst gibt es hier eine kleinere Auslenkung, dann eine etwas größere, dann wieder eine kleinere und wieder eine größere. Betrachtet man die andere Kugel, verhält sich diese genau andersrum. Also jedes Mal, wenn die Kugeln aufeinander stoßen, tauschen sie ihre Geschwindigkeiten. Also fassen wir das schnell zusammen. Es geht um den frontalen Stoß. Und wir wollen diesen simulieren. Wenn man sich die Situation bei einem Stoß anschaut, gucken wir uns das vor dem Stoß an. Dann gibt es zwei Kugeln, sagen wir eine rote Kugel und eine blaue Kugel. Die rote Kugel hat eine Geschwindigkeit. Diese notiere ich mit Hilfe eines Pfeils und V R ist die Geschwindigkeit der roten Kugel vor dem Stoß und wir haben auch eine blaue Kugel. Diese hat analog dazu eine Geschwindigkeit VB, die in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Danach passiert ein Stoß und wir gucken uns die Geschwindigkeiten nach dem Stoß an. Dann haben wir wieder eine rote und eine blaue Kugel. Nun hat die rote Kugel die Geschwindigkeit der blauen Kugel übernommen. Diese Geschwindigkeit nenne ich VR neu. Und die blaue Kugel übernimmt die Geschwindigkeit der roten Kugel. Diese nenne ich VB neu. Wichtig ist, dass das, was wir gesehen haben, nur dann gilt, wenn beide Kugeln gleiche Masse haben. Ändern sich die Massen, gelten etwas andere Gesetze. Und das, was wir hier betrachten, wäre ein Spezialfall davon. Also bei einem frontalen Stoß gleichermaßen werden die Geschwindigkeiten getauscht. Was heißt das nur für unsere Simulation? Damit unsere Objekte überhaupt die Geschwindigkeiten tauschen können, muss es bedeuten, dass die rote Kugel die Geschwindigkeit der blauen Kugel irgendwie abfragen kann. Also die Objekte, die wir haben, müssen einen Zugriff auf die Eigenschaften anderer Objekte haben. Und die zweite Sache ist, wir müssen eine Kollision abfragen können. Wir wollen ja, dass die Kugeln stoßen. Und da könnte man die Sensoren von Python Game benutzen. Wir werden es aber selbst programmieren. Und zwar, wenn man sich zwei Kugeln anschaut, werden wir in der Lage sein, den Abstand von den Zentren dieser Kugel messen zu können. Also das wäre der Radius einer Kugel, das ist der Radius der zweiten Kugel. Und wenn der Abstand der Zentren kleiner ist als zweimal der Radius, das würde es bedeuten, dass die Kugeln sich berührt haben und das wäre ein Indiz dafür, dass sie kollidiert sind. Also das wäre jetzt die Bedingung dafür, dass sie kollidiert sind. Also wenn der Abstand der Zentren kleiner ist als 2R, dann haben wir eine Kollision. Und für uns heißt es auch explizit, dass wir um eine Programmiersprache nicht herumkommen. Und bei Blender heißt die Programmiersprache Python. Okay, dann wollen wir doch mal.
Zuerst wechseln wir zu Blender Game. Und da wir Kugel aufeinander stoßen wollen, brauchen wir den Würfel nicht, also löschen wir den und fügen eine Kugel hinzu. Das geht mit Shift und A. In dem Bereich Mesh gibt es eine UV-Sphäre. So, hier bekommen wir ein paar Angaben zu unserer Kugel. Sie besteht aus 32 Segmenten in 16 Ringen. Also pro Ring gibt es 32 Segmente. Interessiert uns aber an dieser Stelle eigentlich gar nicht. Was uns interessiert, ist hier die Größe. Size, das steht für den Radius der Kugel. Also diese Kugel hat einen Radius 1. Und da wir die Kugel etwas schöner haben wollen, klicken wir hier bei Shading auf Smooth. Damit wird die Oberfläche etwas geglättet. Das wird eine flache Oberfläche, glatte Oberfläche. Damit ist die Kugel wesentlich runder. So, das soll an die rote Kugel werden. Deshalb gebe ich der Kugel einen Namen, Kugel Rot. Okay, hier habe ich den ersten Fehler gemacht. Es sollte Kugelrot heißen und nicht Kugelrot. Dieser Fehler wird uns später noch beschäftigen. So, damit der Name auch zu der Farbe passt, klicken wir hier auf Materialregister, fügen ein neues Material. Hier kann man dem Material einen Namen geben, das mache ich auch. Das nenne ich Rot. Es wird auch die rote Farbe. Und hier bei Diffuse wähle ich die Farbe auf Rot. So, damit wir gleich etwas mehr Platz haben, klicke ich mal hier auf die Lage der Kugel und unter Location setze ich die X-Koordinate auf minus 7. So drehe die Szene so ein bisschen. Und auf die andere Seite soll gleich eine blaue Kugel kommen. Ich füge sie analog hinzu. Shift und A. Mesh. UV-Sphäre. Smooth. Diese setzen wir auf die Koordinate 7, 0, 0. Und diese Kugel soll Kugelblau heißen. Und soll auch eine blaue Farbe bekommen. So, das Material nenne ich blau. Und wähle auch eine blaue Farbe von mir aus, die hier. Dann haben wir jetzt eine rote und eine blaue Kugel. Damit wären alle Objekte, die wir brauchen, da. So, nun wechseln wir zu der Logik-Schaltung. Und wir wählen zuerst die rote Kugel aus und jetzt gehen wir zu der Logik-Schaltung. Diesmal werden wir das Fenster Properties brauchen, weil eine Kugel jetzt die Eigenschaften besitzen wird und die Eigenschaft, die für uns interessant ist, wird eine Zahl sein. Es gibt verschiedene Eigenschaften, einen booleschen Wert, eine Integer-Zahl, eine Fließkommazahl, ein String oder ein Timer. Wir wollen die Geschwindigkeit als Fließkommazahl angeben, also Float. Und diese Variable soll V heißen, wie es in der Physik üblich ist. Und unsere Geschwindigkeit soll 0,05 in die positive Richtung sein. So, nun brauchen wir einen Sensor. Ich möchte sowas wie eine While-Schleife, eine Endlosschleife. Dann nehme ich den Sensor Always und klicke hier auf diesen Button, damit dieser Sensor immer wieder auslöst. Und was wir wollen ist, dass immer wieder ein Python-Skript ausgelöst wird. Deshalb ein Controller namens Python, der immer wieder ausgelöst wird. Und mit dem Skript wollen wir die Lage der Kugel verändern. Und das schaffen wir, indem wir jetzt den Motion Actuator nehmen. Hier könnte man jetzt Charakter Motion und
alles Mögliche wählen. Da wir jetzt die Kugel nicht drehen werden, ist es egal. Ich lasse jetzt hier bei diesem Simple Motion Type und verbinde den Controller mit dem Actuator Motion. So, hier können Skripte ausgewählt werden. Wenn ich aber da drauf klicke, gibt es noch keine Skripte. Es wundert uns auch nicht, wir haben noch kein Skript erstellt. Dazu wechseln wir hier zum Texteditor und erstellen ein neues Dokument. So, das wird jetzt ein Skript, der eine rote Kugel steuert. Deshalb nenne ich den Skript rot. So, jetzt kann man hier schreiben. Damit es etwas schöner ist, klicke ich mal hier drauf, damit die Zeilen nummeriert werden. Hier werden die Zeilen gebrochen, wenn eine Zeile nicht, also wenn der Text nicht in eine Zeile passt, kommt der weitere Text in die nächste Zeile, ohne diese neu zu nummerieren. Das machen wir auch. Und mit diesem Button gibt es eine Syntax-Hervorhebung. Das finde ich beim Programmieren ganz schön. Man sieht in manchen Fällen, dass, ob man sich vertippt hat oder nicht. So, nun wollen wir mit Hilfe des Skriptes etwas steuern und daher müssen wir dem Skript sozusagen Grundvokabeln für Blender beibringen. Und das machen wir, indem wir das Modul BGE importieren. BGE steht höchstwahrscheinlich für Blender Game Engine. So, jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. In dem Logic Editor können wir jetzt unseren Skript auswählen. Unser Skript befindet sich in einem Controller. Und wir müssen von diesem Controller aus sozusagen die ganze Situation erklären. Deshalb starten wir auch direkt mit dem Controller. Den Controller nenne ich CTRL für den Controller, halt ohne Vokale. Und wie kommen wir dazu, dass es aus dem Modul BGE Logic Punkt und Get Current Controller. Damit können wir auf den Controller zugreifen, der unseren Skript gerade bearbeitet. So, wie kommen wir zu der Kugel? Die Kugel ist sozusagen der Besitzer von dem Controller. Das ist ja die logische Schaltung der roten Kugel. Und die Kugel nennen wir Own für Besitzer und das ist der Besitzer von unserem Element CTRL, also CTRL.Owner. So, damit hätten wir Zugriff auf die Kugel. Und das ist der Controller. So, wir sind in Python, nicht in Java. Okay, jetzt wissen wir, wie wir die Kugel erreichen. Was wir noch brauchen, ist unser Actuator, mit dem wir die Kugel bewegen werden. Diesen Actuator möchte ich Move nennen. Und der Actuator ist mit der CTRL-Controller verbunden. Und ich lasse mir von allen möglichen Actuators den mit dem Namen Motion aufrufen und das wäre der Actuator Motion.
So, damit hätte ich schon Zugriff auf alles, was ich brauche, um die Kugel zu bewegen. So, um die Kugel zu bewegen, müssen wir die Koordinaten bei Motion verändern. Also move.dlog. Und jetzt müssen wir drei Zahlen eingeben. Die erste Zahl ist die Änderung der x-Koordinate, die zweite der y-Koordinate und die dritte der z-Koordinate. Also da wird jetzt die x-Koordinate kommen, y-Koordinate ist 0 und z-Koordinate ist auch 0. Wir wollen also uns nur in eine Richtung bewegen. Ich lasse das mit den Leertasten. Und wie weit wir uns bewegen wollen, hängt ja von der Eigenschaft v aus. Das ist also own und die Eigenschaft v. Damit hätten wir die Bewegungsänderung. Da, was jetzt passieren muss, wir müssen diesen Actuator auslösen. Das machen wir, indem wir ctrl.activate. Und wir wollen Move aktivieren. So, wenn ich mich nicht vertippt habe, musste unser Programm funktionieren. Einmal noch im Logic Editor gucken. Unser Skript ist eingebunden. 3D View, Start Game und die Kugel bewegt sich. So, schauen wir noch, was passiert, wenn wir die Eigenschaft V verändern. Was passiert dann? Also ich möchte jetzt nicht die Geschwindigkeit 0,5 haben, sondern zum Beispiel 0,01. Jetzt müsste die Kugel ganz langsam Richtung die blaue Kugel kriechen. Und das ist der Fall. Also bis dahin haben wir uns nicht vertippt. So, jetzt müssen wir auf die blaue Kugel zugreifen und gerade haben wir das Problem, dass wir aus unserer Schaltung heraus gar keine Möglichkeit haben, auf die blaue Kugel zuzugreifen. Deshalb müssen wir uns die ganze Szene angucken. Also hier sind alle Elemente in der Szene und von dieser Szene wollen wir die blaue Kugel haben. Dann holen wir uns doch mal die Szene. Diese Szene nenne ich Scene. Und wie kommt man dazu? Aus dem Modul BGE Logic und lassen wir uns die Current Scene holen. Damit hätten wir die Szene. Und damit auf die Elemente. So. Die blaue Kugel möchte ich in diesem Kontext Gegner nennen, weil das unser Gegenspieler ist, wenn wir die Kugel gegeneinander stoßen lassen. Also Gegner ist aus der Szene ein Objekt namens Kugelblau. Und nun brauchen wir den Abstand von den beiden Kugeln. Wenn dieser kleiner ist als der Radius, wollen wir die Geschwindigkeit der roten Kugel ändern. Also wir wollen jetzt den Abstand abfragen. Das funktioniert folgend. Wir nehmen unsere rote Kugel, das ist das Element namens own, und holen uns den Abstand, das ist getDistance. Und jetzt kommt ein Element, zu dem wir den Abstand messen wollen. Wir wollen wissen, wie weit es zu dem Gegner ist. Und diesen Abstand nenne ich D.
Und jetzt, wenn dieser Abstand kleiner ist als 2 Radien, ein Radius ist 1, also wenn d kleiner ist als 2, soll etwas passieren. Und die if-Struktur bei Python funktioniert so, dass wir erstmal die Bedingung hinschreiben, dann Doppelpunkt. Und das, was passieren soll, kommt nicht in eine Klammer, sondern wird eingerückt. Und zwar am besten mit einem Tabulator. Wenn ich jetzt auf die Tabulator-Taste drücke, wird das Ganze eingerückt und alles, was in diesem eingerückten Block passiert, passiert dann, wenn d kleiner als 2 ist. Und was soll dann passieren? Die Geschwindigkeit von der blauen Kugel soll von der roten Kugel übernommen werden. Das heißt, own die Geschwindigkeit soll durch die Geschwindigkeit von der gegnerischen Geschwindigkeit überschrieben werden. Also wir setzen die Eigenschaft v von own, von der roten Kugel, auf die Eigenschaft v des Gegners, und der Gegner ist ja die blaue Kugel. Damit wird diese Eigenschaft verändert. Und wenn ich mich nicht vertue, muss alles richtig sein. Also eigentlich ist die Reihenfolge dieser Befehle egal. Ich glaube, für die nächsten Schritte ist es aber besser, wenn wir die Zeilen vertauschen. Also wir ändern zuerst gegebenenfalls die Geschwindigkeit und setzen dann den Actuator Move bzw. die Änderung der Position. So, dann schauen wir, ob es funktioniert. 3D View, Spiel starten. Ach, das ist zu langsam. So, Logic Editor. Nehmen wir die Geschwindigkeit von 0,5, das war wesentlich angenehmer. So, Spiel starten. So, und jetzt, wenn wir die Kugel berührt haben, passiert nichts. So, wo ist der Fehler? Okay, Fehler erkannt. Ich glaube, die blaue Kugel hat die Eigenschaft V noch nicht. Jo. Also die blaue Kugel soll auch eine Eigenschaft haben, V, und diese Geschwindigkeit soll 0,05 sein, aber in eine negative Richtung. So, gucken wir, ob das jetzt funktioniert. Ja, die Kugeln haben sich scheinbar berührt und die rote Kugel hat die Geschwindigkeit der blauen Kugel übernommen. So. Die blaue Kugel soll genauso reagieren wie die rote Kugel, also machen wir das Ganze genauso, wie wir das bei der roten Kugel gemacht haben, markieren die blaue Kugel, gehen zu dem Logic Editor und die Kugel blau soll einen Always-Sensor haben, der immer auslöst. Dann brauchen wir einen Controller, der ein Python-Skript ausführt, und dieser Python-Skript soll einen Zugriff auf einen Motion-Actuator haben. So, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Skript. Da machen wir uns das Leben auch ganz leicht. Ein Editor, und wir stellen hier einen neuen Skript. Drücke auf diesen Plus-Button. Diesen Skript nenne ich Skript Blau. Und aus dem roten Skript markiere ich alles, kopiere und gehe in blau, einfügen, das ist ja die schnellste Art des Programmierens. Wir kopieren und fügen Elemente hinzu.
paar Änderungen müssen wir machen. Das ist jetzt hier nicht die rote Kugel, das ist die blaue Kugel. So, der Gegner ist nicht die blaue Kugel, das ist die rote Kugel. Damit sollte es schon funktionieren. Gucken wir noch in den Logic Editor, ob wir den Skript eingebunden haben. Nein, haben wir nicht. So, hier also den Skript blau für die blaue Kugel laden. 3D-View. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, klappt das wieder nicht. So, was ist jetzt der Fehler? Also, nicht Kugel rote, sondern Kugel rot. So, nächster Versuch. Tja. Ah ja, man sollte die Kugel auch Kugel nennen. Das war eine Kugel, nicht eine Kugel. So. Jetzt sieht es besser aus. So, was ist jetzt passiert? Diesen Fehler habe ich nämlich tatsächlich erwartet. So, wenn man sich das nochmal anschaut, bewegen sich die Kugeln aufeinander. Die blaue Kugel übernimmt die Geschwindigkeit der roten Kugel. Die rote Kugel behält aber ihre Geschwindigkeit. Was ist passiert? Die Kugeln haben sich berührt. Das Skript in der blauen Kugel hat jetzt gesagt, okay, wir haben eine Kollision, also übernehmen wir die Geschwindigkeit der roten Kugel und bewegen uns ab da in diese Richtung. Dann wurde aber das Skript von der roten Kugel ausgelöst und auch die rote Kugel hat eine Kollision festgestellt. Und was macht die rote Kugel? Die rote Kugel holt sich die Geschwindigkeit der blauen Kugel. An dieser Stelle hat die blaue Kugel aber schon ihre neue Geschwindigkeit. Das bedeutet, die rote Kugel überschreibt ihre Geschwindigkeit mit, im Grunde genommen, ihrer Geschwindigkeit. Wie gehen wir damit um? Wir könnten entweder sagen, okay, wir passen die Skripte so an, dass die blaue Kugel gar nicht selbst ihre Geschwindigkeit verändert, sondern dass die rote Kugel auch die Geschwindigkeit der blauen Kugel ändert. Das funktioniert bei zwei Kugeln. Möchte man eine Simulation machen mit mehreren Kugeln, ist es keine gute Idee, weil es dann eine Chefkugel gibt und wenn diese nicht bei einer Kollision nicht teilnimmt, können die anderen Kugeln gar nicht miteinander stoßen. Und was machen wir? Wir fügen noch eine Eigenschaft hinzu. Und zwar bekommt die rote Kugel noch eine Eigenschaft namens W. Diese setze ich zuerst auf 0. Und W ist die sozusagen, in W werden wir die Geschwindigkeit schreiben, die wir vor der Kollision hatten. Also in W werden wir uns unsere Geschwindigkeit sozusagen merken. Gehen wir in den Texteditor. Und bevor wir alles berechnen und V verändern, wollen wir Folgendes machen. Wir sagen, die Eigenschaft W soll der Eigenschaft V gleichen. Warum machen wir das? Wir merken uns, was war V für den Fall, dass wir V verändert haben. Und dann holen wir uns nicht die jetzige Geschwindigkeit von dem gegnerischen Kugel, sondern die gespeicherte Geschwindigkeit von der gegnerischen Kugel. Und das gleiche machen wir für die blaue Kugel. In dem Logic Editor
bekommen wir eine neue Eigenschaft, Eigenschaft W. Und jetzt wollen wir den, oh, ich habe schon den blauen Skript bearbeitet. So, dann bearbeiten wir jetzt den roten Skript. Also wir wollen die jetzige Geschwindigkeit durch die alte Geschwindigkeit der gegnerischen Kugel überschreiben und zuvor uns die alte Geschwindigkeit merken. So, ich habe wenig Hoffnung, dass es gleich beim ersten Mal funktioniert. Mal schauen. So, Spiel starten. Ja, überraschenderweise funktioniert. Gucken wir, ob die, wie sich die Geschwindigkeiten auswirken. Nehmen wir die blaue Kugel, die soll sich etwas schneller bewegen. So, 3D-View, zoomen wir ein bisschen raus. Ja, das sieht gut aus. So, machen wir noch eine Sondersituation. Lass die blaue Kugel ruhen. So, das sieht ziemlich gut aus.